Hi, mein Name ist Michael Behrens. Wir befinden uns auf dem Golfclub Gut Kaden. Und ich zeige euch einen kleinen Tipp, wie ihr eure Schlagfläche im Treffmoment stabilisieren könnt und eure Bewegung beim Putten verbessern könnt. Ihr nehmt zwei Bälle, legt die ziemlich dicht beieinander. Puttet diese beiden Bälle jetzt gar nicht auf ein Loch, sondern ganz normal übers Grün, über eine Strecke von ungefähr 3 bis 5 Metern. Euer Ziel sollte es sein, dass ihr beide Bälle möglichst gleichzeitig trefft und beide Bälle möglichst gleichzeitig auf einer Höhe nach vorne laufen. Hier seht ihr jetzt, dass mein oberer Ball als allererstes losgelaufen ist. Das heißt, die Schlagfläche war im Moment des Treffens leicht nach links verdreht. Beim nächsten Putt sollte ich das Ziel haben, den unteren Ball als erstes zu treffen. Das ist eine schöne Übung, um die Schlagfläche schnell im Treffmoment möglichst gerade zu bekommen. Viel Spaß beim Trainieren!